hier lang. Diese Statue schieben wir erstmal ein Stückchen. Die wollen wir gleich hier runterschieben. Jetzt steht uns ein Zombie im Weg. Den ballern wir mal eben tot. Leg dich hin, Fifi. Oh, er steht wieder auf. Leg dich hin. So. Nun schieb doch das Ding hin. Und runter damit. Und jetzt macht's gleich clear. Bevor uns der andere Zombie erreicht hat. Sehr gutes Timing war das. Muss ich mich mal selbst loben. Ja. Wie ihr euch denken könnt, ist da was drin gewesen in der Statue. Das sammeln wir uns demnächst auf, wenn wir da unten mal wieder langkommen. Nachladen. Die müssen wir leider... Diese Zombies müssen wir leider auch töten. Weil wir hier noch ab und zu... langlaufen werden. Und da ist es besser. So ist der Weg zu holen. Ne, das Messer wollte ich eigentlich nicht nachladen. Obwohl, jetzt wo die auf dem Boden liegen, könnte ich die auch mal eben... Scheiße. Genau das meine ich mit, ich hasse es, mit Messer zu kämpfen. Komm her. Fall um. Er lebt ja immer noch. Oh Gott. So. Bist du tot? Du, oh ja, du stehst auch noch wieder auf. Hat mein Messer sehr viel gebracht. Kipp um. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich hier fast meinen ganzen Munitionsvorrat, diesen scheiß drei Zombies vergeudet. Na gut. Die werden uns jedenfalls nicht wieder belästigen. Wenn die einmal tot sind, bleiben sie tot. Wenn ich die jetzt nur angeschossen hätte, dass sie einmal kurz liegen bleiben, und ich laufe dran vorbei, dann wäre das praktisch Munitionsverschwendung gewesen, weil so wie man die nicht ganz erledigt und nochmal wieder in den Raum reinkommt, haben sie wieder volle Lebensenergie und man darf sie von neuem beballern. Deswegen entweder greift man sie an und macht sie tot, oder man lässt es und läuft dran vorbei. So viel sei gesagt. Und hier treffen wir, glaube ich. Whoa! Ja. What is it? Rebecca. What? Oh! Oh no! Sorry, I didn't mean to do that. Natürlich nicht. You must be from the Bravo team. Yes, I'm Rebecca. Rebecca Chambers. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. Well, I'm really sorry. Are you all right? Nein, ich bin Chris. Yes. I'm Chris Redfield from the Alpha team. Alpha. Are you the only person here from the Bravo team? Well, because the helicopter made a forced landing, I just ran into this house anyway, but I mit Rebecca werden wir auch noch ein Spiel durchspielen, falls ich noch ein Let's Play mache. Kommt drauf an, wie euch das There's gefällt. Nothing else you could have done. Wenn es euch Spaß macht, mache ich das gerne. Jedenfalls gibt's mit ihr das Spiel Resident yes, Evil Sir. Zero. Da hat sie die Hauptrolle. Und der Teil spielt praktisch vor diesem Teil, but zeitlich gesehen. It's strange. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. Ja, kurzer Flug ist es gewesen, das stimmt. Okay. Das hier ist unsere Itemkiste, sage ich jetzt mal. Diese Kiste hat den Vorteil, dass sie immer mitwandert. Das heißt, wir werden solche Kisten öfter antreffen und egal was wir reinlegen, der Inhalt wandert mit. Das heißt, wenn ich jetzt in einem anderen Raum diese Kiste finde oder so eine Kiste finde, ist da drin genau der gleiche Inhalt wie hier. Und das ist sehr praktisch. Ist zwar ein bisschen unlogisch, aber es ist praktisch. Und das zieht sich durch viele Resident Evil Teile durch. So. Nicht kombiniert prüfen. Wenn ihr Schlüssel findet, ist es mal ganz ratsam, einmal umzudrehen, raufzugucken. Da verbergen sich Symbole drauf und dann können die Schlüssel auch benannt werden. Also, dies ist jetzt ein Schwertschlüssel. Vorher hat er halt nur Herrenhausschlüssel geheißen und wir finden, glaube ich, 4, 5 Schlüssel. Und so wissen wir wenigstens, was für einen Schlüssel wir haben. Wir haben jetzt also einen Herrenhausschlüssel. Genau. Das war logisch. Wir haben einen Schwertschlüssel. Damit können wir Türen öffnen, in denen ein Schwertsymbol eingraviert ist. So, den brauchen wir jetzt noch nicht. Das lassen wir auch mal weg.
Ja, gut, sind wir ganz gut ausgerüstet. Okay. Well, what should I do now? Geh kacken. If you go out to search for the other members, how about letting me come with you? Ja, ich werde sie mitnehmen. All right. Wenn ihr mich hier im Hintergrund schlabbern hört, ich trinke hier nur Tee, um mich wach zu halten. I have to prepare something. Ich hatte mir vorgenommen, heute recht weit zu kommen und deswegen pumpe ich mich hier so ein bisschen mit Tee voll, ne? Soll euch nicht stören. Wenn ich anfange, Scheiße zu labern, ist das ganz normal. Ich laber den ganzen Tag über Scheiße. Von daher, nicht wundern. Das gehört dazu. Wenn ihr euch mal Let's Play antut, müsst ihr damit leben, dass ihr einiges an Scheiße hören werdet. Das ist schließlich mein Let's Play. Ihr seid mir ausgeliefert. Hey, Junge, geh weg. Den nehme ich mal eben kurz auf den Weg mit. Ist langsam mal gut? Mann. Ist er jetzt tot? Ich hoffe, er ist tot. Ja, nun geht auch rein. Ja, man muss ja nicht alle Zombies töten. Also manche kann man auch wirklich rumlaufen. Ja, hier ist wieder ein bisschen Munition, aber man sollte echt sparsam sein. Es sieht jetzt noch viel aus, ne? Über 50 Schuss, aber diese Drahtspatz weg. Ganz ehrlich. Deswegen überlegt euch gut, wen ihr abknallt. Manche kann man, ey, die stehen so blöd im Raum oder manche Gänge sind halt so breit, dass man da echt gut rumrennen kann. So, hier haben wir ein Tagebuch. Jawohl, komm her, Junge. Nicht! Ah! Ich dachte, ich erwische es. Natürlich. Noch auf okay. Na gut, wie gesagt, also Chris ist so ein bisschen widerstandsfähig. Was ist denn? Ey, jetzt geht's aber los. Die Musik war schon vorbei. Normal wärst du tot. Jetzt habe ich seinen Kopf zermatscht. Und jetzt bin ich natürlich auf Achtung. Ja, klasse. Na, wenigstens haben wir hier eine kleine Belohnung. Die Munition für meine Lieblingswaffe, für die Shotgun. Schrotmunition. Die brauchen wir auf jeden Fall. Gut. Dieses Tagebuch ist mein absolutes Lieblingstagebuch. Tagebuch des Wärters. Das ist klasse. Na gut, also ich habe keine Lust, das alles vorzulesen. Ich werde das immer kurz auf Pause lassen. Ihr könnt euch das dann durchlesen. Ich finde die Geschichte hier drin ganz cool. Das beschreibt praktisch, wie ein Mensch zum Zombie wird. So Tag für Tag. Zum Schluss kann er halt nur so abgehackte Wörter schreiben. Fieber weg, aber jucken. Hungrig und Hundefutter gegessen. Kratzen, Scott gekommen. Gesicht hässlich, darum getötet. Lecker. Jucken lecker. Nam. Ja, ist schon cool. Also das ist echt mein Lieblingstagebuch. So. Das haben wir eingesteckt. Und weiter geht's in wilder Fahrt, wozu die langen Pausen, sag ich nur. Raus aus dieser Tür. Ja, lass ihn da mal stehen. Sie haben sie geöffnet. Ja. Deswegen stehe ich da eigentlich auch. Nein, also die war eigentlich vorher von innen verriegelt. Deswegen sagte er das. Und da hinten, die kann ich jetzt öffnen. Richtig. Da kann ich jetzt Rebeccas Hilfe in Anspruch nehmen. Deswegen gehen wir erstmal hier rein. Sie haben dies gerade benutzt. Schwertschlüssel. Gut. Hier kommen wir in den Pianoraum oder Klavierraum. Wie ihr wollt. Irgendwas wird schon richtig sein. Ach, jetzt hänge ich in der Pflanze fest. So. Es ist ein Konzertflügel. Okay, das ist ein Flügelraum, meinetwegen. Ja, ich hab's gelesen. Wir gucken uns ein bisschen um. Irgendwo ist hier ein auffälliges Regal. Genau hier. Das sieht man schon von der Grafik her, dass das ein bisschen scheiße aussieht und hier nicht reinpasst. Vor allem, warum steht ein Regal vor einem Regal? Oder ein Schrank vor einem Regal. Das ist hohl. Egal. Hier drin Notenblätter. Die müssen wir mitnehmen. Also nicht alle Dinge in Resident Evil sind immer sehr logisch, aber nicht groß drüber nachdenken, es führt zu keinem Ergebnis. Genau wie wenn ich jetzt hier so schräg stehe, wahrscheinlich kann ich es nicht benutzen, ne? Nein.
So, und jetzt drehe ich mich 1 Millimeter nach rechts. Nach links. Geht's immer noch nicht, ja. Das ist toll. Oh, jetzt ist aber langsam gut. Wollt ihr mich verarschen? Es funktioniert. Das meine ich. Genau das meine ich. Chris kann leider keine Noten lesen. Da kann ich auch nichts für. Gut, ich kann es auch nicht. Gebe ich ja zu. Versuch's doch gar nicht erst. Oh Gott! Was ist es? It's me, Chris. Oh. Is that you, Rebecca? Der muss ja wahnsinnig blind sein, ne? Die steht einen halben Meter vor ihm. Bist du das, Rebecca? Ich kann ihn nicht sehen! Oh, ja. It's the Moonlight Sonata. Ja, dann spiel mal schön. Can you play? Spiel's noch einmal, Sam. Diese Sonate finde ich ehrlich gesagt sehr schön, wenn sie richtig gespielt wird. Die ist ja im Original von Beethoven. Ja, bisschen was weiß ich, geil, ne? Und ja, so wie sie das da gerade rumdüdelt, ist es natürlich scheiße. Und nachher spielt sie es ein bisschen besser und klingt's gut. Ich habe ganz ehrlich diese Sonate auch erst durch dieses Spiel kennengelernt. Ich glaube, ich habe das zum ersten Mal mit 13 Jahren oder so gespielt. Und da fand ich das Lied richtig geil. Wait, what is that? My interpretation is off a little. Chris, may I practice for a while? Ja, sicher. Genau, Haus ist voller Zombies. See? Und in jeder Ecke just kannst du sterben, aber klar, spiel ruhig ein bisschen Klavier. Entspann dich, spiel einfach, genau. Sicher. Da hätte ich jetzt auch voll die Ruhe zu, wenn ich in so einem Haus wäre hier und alle meine Teamkollegen sind tot. Ich sehe zum ersten Mal in meinem Leben einen Zombie. Ist ja was ganz Normales. Dann setze ich mich doch erstmal hier in so einem wildfremden Haus in ein Zimmer rein und spiel ein bisschen Klavier, klar. Würde auch jeder machen. Sicher. So was, Moment, ich muss mir checken, was habe ich jetzt dabei, den Schlüssel. Ja, okay, wir sind auf dieser Seite jetzt erstmal etwas nutzlos. Wir gehen jetzt auf die andere Seite des Hauses. Wir lassen Rebecca da jetzt ein bisschen üben. Und wenn sie später fertig ist, kommen wir zurück und können da ein weiteres Rätsel in dem Raum lösen. Ja, das hat ja schon Sinn, dass sie da jetzt Klavier spielt. Ich reg mich zwar auf, aber sie muss natürlich Klavier spielen. Weil wir dadurch einen Geheimgang freilegen, wenn die Melodie richtig gespielt wird. Das werden wir dann nachher noch sehen. So, jetzt ist die Frage, gehe ich oben lang, gehe ich unten lang, gehe ich oben lang, gehe ich unten lang, gehe ich unten lang. Kann ich die schon mal öffnen? Ach nee, das ist gar nicht der richtige Schlüssel. Also muss ich sowieso unten lang. Gut. Okay. Richtig, Schwertschlüssel. Richtig. Ja, ich erinnere.